Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel X-Rebirth, die 1-Stunden-Version. Ja, hier wird gerade noch fleißig rumgeballert. Die Arawan schießt auf... Auf wen denn? Achso, auf den Asteroiden. Das ist ein Verteidigungsasteroid. Der ist kaputt. Da ist nichts mehr dran, außer... Jawohl, hier ist noch was. Goldnuggets. Goldnuggets kann ich gerade nicht gebrauchen, also nicht wirklich. Fliege zu Knochenhof, ja. Solltest doch darüber fliegen, oder? Irgendwie hat er mich falsch verstanden, oder? Kommt hier jetzt näher? 9 Kilometer? Ja, Arawan, ich glaube, du fliegst in falsche Richtung. Du solltest ja darüber fliegen. Nein. Ja, genau, schieß ihn erstmal ab. Alles gut. Aber meine Hülle ist schon wieder stark beschädigt. Eieiei. Jawohl, geht doch. So, hat irgendwas fallen lassen. Da ist was da. Ach, super. Super Müll. So, jetzt aber. Rufe, halt. Na, Befehl, fliege nach Zypros und fliegen. Fliegst bitte darüber. Knapp an der Station vorbei solltest du doch fliegen. Bestätigen. Weißt du nicht, warum der jetzt in diese Richtung fliegt? Müsst ihr das drehen oder? 7 Kilometer entfernt. 8 Kilometer, okay. Plus mein Sensor. Mal schauen, was sie jetzt macht. Ah! Einen halben Handstand. Jetzt fliegt sie in diese Richtung. Hoffe ich mal. Auf wen schießt du denn? Auf niemand. Ha, niemand ist auch gut. Halt, da ist ein Container. Habe ich den schon aufgemacht? Nein, habe ich nicht. Wie schön. Sehr schön. Stehen bleiben. Und Feuer einmal und Feuer zweimal. Ja, okay. Das hat's mit X, das war nix. Ja, super. So, Arawan fliegt jetzt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal die Befehle doppelt geben muss. Egal, passt schon. 38 Kilometer haben wir schon Vorsprung. Was? Arawan, was ist los mit dir? Lass sie abhängen von so einem Xenon-Pack. Hey, weiteres Modul ist fertig. Sehr schön. So, Arawan, komm, gib Gas. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, während die Arawan jetzt darüber fliegt. Ja, diese Woche sind ja schon zwei Folgen von X4 Foundations auf meinem Kanal veröffentlicht worden. Habt ihr auch gesehen. Hat mich auch wahnsinnig gefreut, wie das Spiel bei euch ankommt. Obwohl es schon andere YouTube-Kanäle gibt, die schon viel mehr Folgen veröffentlicht haben. Aber trotzdem habe ich anscheinend sehr treue Fans. Ja, sehr schön. Und... Huch, wo sind die hin? Das ist doch mal so ein Asteroid. Da sind sie. Eieiei. Arawan schießt nicht auf mich. Jawohl, Treffer. Boah, ich habe auch was abbekommen. Oh, das Verteidigungsasteroid. Wo ist der nächste Kandidat? Da ist er. Jawohl. Alles einsammeln. Komm, lass mich. Ich sehe keine Chance. Xenon, pack. Jawohl, geht doch. Sehr schön.
Also irgendwas, irgendwer, irgendwo schießt auf mich. So, super. Finde mal einen Verteidigungsasteroiden in einem Asteroidenfeld. Sehr gut. Sehr schlecht. Da ist ja irgendwas, oder? Nee, ich dachte, da wäre irgendwas neben dem kaputten Raumschiff. Ja, egal. Ja, X4 Foundations. Was soll ich dazu sagen? Also ich sag mal dazu, X-Ray Bird gefällt mir immer noch am besten. Oder besser. Noch besser. Da X4 Foundations, ja, anders da ist, sage ich mal vorsichtig. Ist einfach anders da. Ist einfach ein bisschen... Das ist irgendwas, oder? Ja, das war's. Ist einfach, wie soll ich sagen, ungewohnt mit den Menüs und mit den... Ja, mit dem Spielablauf. Aber so ging es mir ja hier bei X-Ray Bird genauso. Jetzt wird irgendwas bekommen. Sehr gut. Boah, die Araban schießt aus allen Rohren. Eieiei. Warum schießt ihr immer noch auf den Asteroiden, auf die Verteidigungsanlage da? Da oben ist doch noch sowas. Hier. Und das kann meine Araban zerstören. Halt, irgendwer schießt doch da. Da, komm, lass die anklicken. Jawohl, geht doch. Müsste auch ausreichen, oder? Jawohl. Araban, was hast du noch? 57% Schild, okay, sollte sich jetzt normalerweise wieder aufladen. Warum schießt sie auf diese kaputte Station? I don't know. Halt, da drüben ist nochmal sowas. Wo denn? Hey, hey, hey. Okay. Bisschen blauäugig bin ich da hingeflogen. Ach nee. Echt? So, wo sind jetzt gewesen diese einen Anlagen? Waren die hier? Da oben, irgendwo da, da. Da. Sehr schön. Das, das, da. Krass. Ich würde sagen, speichern. Unbedingt speichern. Boah, geil. Container im Xenon-Knoten 1. Wie geil ist das denn, ey? Ja, da ist bestimmt irgendwas Besonderes drin. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt bin ich gespannt, was ich da bekomme. Raumfliegeneier, ja, sonstige Sachen, was man es eher nicht so braucht. Oh, ich fliege wieder ein bisschen weiter weg. Araban wird schon getroffen. Boah, Volltreffer. Wer schießt denn da noch? Ja, diese Verteidigungsanlage bestimmt nicht mehr. Oder? Da ist noch eine. Da ist eine, genau. Aber das ist wahrscheinlich zu weit weg, oder? 6 Kilometer. Ich weiß nicht, warum die Araban nicht auf das Geschütz schießt. Das ist wohl eigentlich eine größere Bedrohung ist, als diese kaputte Station. Nee. So, wird das Geschütz jetzt zerstört, oder wird die Araban zuvor zerstört? Die Raketen sind noch unterwegs. Ja, okay. Waren unterwegs. Ich wollte gerade mit F3 wollte ich drauf schauen. So, hier vorne müssten auch noch so Verteidigungsanlagen sein. Araban, wie sieht es aus mit einem Schild? 34%. Da müsste aber theoretisch wieder laden. Oh ja, hier ist noch eine Station. Egal. Und die wehrt sich erstmal nicht, denn die habe ich glaube in der letzten Folge schon zerstört. Wenn ich da jetzt nochmal was einsammeln könnte, wäre es richtig cool. Oh ja, das war's mit der Station. Kapum. So. Araban schießt nicht auf mich. Oh, hier ist jede Menge Zeug. Aber immer Zeug, wo ich nicht gebrauchen kann. So, hier mal ein bisschen schauen, was gibt's hier sonst noch zu sehen. Hier ist mir irgendwas zu zerstören. Hier, oh. Okay. Schieß auf mich, oder?
Was schießen sie nicht auf mich? Ist es die Frage? Das habe ich getroffen. Jawohl. Boah. Sehr schön. Was ist denn das für ein Teil? Weiß man nicht. Aber der eine Container in der Station drin, das war schon ein Highlight. Komm, lass sie anklicken. Jetzt geht doch. Das heißt, wenn wir hier diese Station noch ein bisschen bearbeiten. 1% Hülle, ja okay. Dürfte eigentlich gleich weg sein. Eigentlich. Uiuiui. Sehr schön. Da ist auch noch was übrig. Ich drehe mal kurz ab. Die lädt schon wieder auf die Waffenplattform. Na, viel kann die eh nicht laden. Ah ja, jetzt explodiert es, oder? Ja, jetzt gibt es eine schöne Detonation. Aravan ist auch noch da, hat schon wieder Schild gut aufgeladen. Sehr gut. Jetzt komme ich gleich Gesellschaft hier von links. Schnell hinfliegen. Einsammeln. Und weg, würde ich sagen. Das ist noch ein Container, das ist ein Container, das ist ein Container. Kann ich den bergen? Nein, haben das den Container getroffen? Ah, das... Nee. Versuch die mal irgendwie loszuwerden. Ach, wann? Warte mal, ruf mal viel Flieger nach. Kurz so ein Halt, ne? Genau, bleib hier einfach mal stehen. 87% Schild, alles gut, alles gut. Hier vorne haben wir auch wieder irgendeinen Kandidaten. Okay, 30 Kilometer, Jagdstaffel. So, bleiben die jetzt? Folgen die mir? Ja, tatsächlich, die folgen mir. Wie schön. Die Aravan. Oh, immer noch ein bisschen beschädigt. Klein bisschen, okay. Geschütze sind aber immer noch sehr viele vorhanden. So gut wie alle. Bleiben hier kurz stehen. So, 6 Kilometer. Eigentlich müsste die Aravan schon wieder schießen. Jawohl. Eieiei. Ja, die ging leider von beiden Rakete. 4 Kilometer, bist ein bisschen zu weit entfernt. Jawohl. Jawohl. Eieiei, so viel Zeug wieder. Na egal. Die fliegen wieder weg. Die hauen ab. Ja komm. Jawoll! Ah, wieder nur Schrott, Metallschrott. Ah ja, mein Schild. Der muss ganz schön was aushalten, ne? Aber die Aravan hilft mir noch ganz gerne. Ich spiel bloß immer einen Köder. Wieder so Antriebsachse habe ich bekommen. Jawoll! So, was ist jetzt? Hier links ist noch einer. Hier rechts meine ich. Ja, egal, hier ist einer. Ja, komm. Jawoll, sehr schön. So, habe ich jetzt alles eingesammelt, was zum Einsammeln ging, oder? Nein, da oben ist noch was. Schiffswrack. Oh. Ne, ich habe, glaube ich, alles erwischt. Yep, habe alles. So, jetzt fliege ich mal ganz schnell zu dieser Station. Ich will wissen, ob der Container noch da ist. Da ist auch noch so eine Station. So ein bisschen anschleichen. Hat auch 1% Hülle. Okay. Container, Container, Container. Leider nicht zu sehen. Ja, weil die Station explodiert gleich nochmal. Ich werde schon wieder angegriffen von irgendjemand. Versorgungsschiff. Das sind Drohnen. Kleine Drohnen.
Jawohl, geht doch. Jawohl. Ah, schade, fast. Komm. Jawohl, geht doch. So, Station, die ich gerade zerstört habe, war glaube ich diese. Da oben ist was. Ah, wieder nichts bekommen. Immer das Zeug war, was ich gebrauchen könnte. Gibt's leider nicht. Der Container ist noch da, der Container ist noch da. Wie geil. So, ich gehe mal hier schnell runter. Werde von hier, werde ich hier getroffen? Ja, ich werde hier getroffen. Ah, na gut, dann machen wir so. Ja, ist ja gut. So, was ist jetzt? Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will hier diesen Container abholen. War es das? Nein, war es immer noch nicht. So, jetzt aber. Lass mich in Ruhe. Jawohl, geht doch, oder? Haha. So, wir sagen nochmal speichern. F5. Ach, sehr schön. Zwei so exklusive Container und einen Xenon-Knoten. Ja, ich würde sagen, das ist schon sehr selten. So, einmal da schießen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Sehr schön. Ein Teil ist da drin. Oh, komm, oder willst du dich doch verarschen? Ein Teil. Denkt man doch sofort, dass irgendwas Exklusives. Na, dann ist doch wieder irgendwas ganz normales. Ist hier unten wo nochmal ein Container? Auf der unteren Seite. Hier war jetzt der eine Container. Vielleicht gibt es hier noch einen dritten. Haha, wäre schön. Da ist irgendwas, oder? Ja. Maschinenteile. Natürlich, Maschinenteile. Optimal. So, hier gibt es auch nichts. Kann ich da reinfliegen? Ne, da kann ich reinfliegen. Das ist auch gut. Wow. Okay. Okay, 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 okay. Ich dachte schon, was ist jetzt los? So, wo ist hier die Verteilungsanlage? Hier ist doch immer so eine Verteilungsanlage gewesen. Boah, das muss was Besonderes sein. So, wo ist der? Oder das Teil, wo man abgeschossen hat, also es. Ja, genau. Eieiei, ich will unbedingt rein, ich will unbedingt rein. Ich will den Container haben. So. Stationsverteidigung Nummer 1 eliminiert, würde ich sagen. Das ist nochmal sowas, oder? Jawohl, geht doch. So ein bisschen Ausweichmanöver machen, ein bisschen ablenken. Dann werden die Raketen auch nicht gleich getroffen. Jawohl. Was ist? Denke schon. Hier nochmal sowas oder waren es nur diese zwei Anlagen? Nee, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Boah, geil. Nochmal speichern. F5. Wie geil. Drei Container. Das ist noch seltener wie zwei. Krass. Spiel gespeichert. Sehr schön. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und wieder nur ein Teil drin. Was bist du? Ach komm, oder? Verarschen. Das war der Aufwand ist wirklich wert, oder wie? Nee, oder? Hm. Ärgerlich, oder? Da denkt man, das Teil ist so gut bewacht, das muss irgendwas Besonderes, irgendwas Wertvolles sein. Ja, ich fliege mal vorsichtig zur Achterbahn zurück. So. Ja, schade. Bleib kurz hier stehen, dann Shift und I. Inventar, kann irgendwas herstellen. Kionentorpedo? Was? Also das Teil habe ich wahrscheinlich verstaut. Metallschrott kann ich herstellen. Ja, ja, passt schon. Soll ich den Überschuss auf Ihr Konto überweisen? Das kann ich herstellen. Eieiei. Okay, kann ich doch ein bisschen was damit anfangen mit dem Zeug, was ich bekommen habe.
Okay. Das kann ich herstellen. Warum? Was fehlt hier? So, 74 von 100. Ja, okay, okay. Zeltantrieb. Jawohl, ich kann endlich herstellen. Aber nur einmal. Geschwindigkeitsregler gefehlt. Super. Jetzt brauche ich nochmal einen Geschwindigkeitsregler. Dann kann ich nochmal herstellen. Und dann brauche ich nochmal einen Geschwindigkeitsregler und einmal Antriebsverbindung. Und dann kann ich nochmal herstellen. So, ein Entschlüsselungsmodul kann ich zweimal herstellen. Und sonst der Rest ist Schrott eigentlich. Auch hier das Kühlmittel. Ich brauche noch 8 Einheiten Kühlmittel. Nee. Ja. Was war noch fertig? Achso, eine Station war fertig. Oder ein Stationsmodul. Lagerhaus ist ja gleich schon so gut wie fertig. Alles fertig. Sehr schön. Aufrüsten. Also nee, geht nicht. Aber Lieferoption. Genau, Lasten-UVs hat ja jede Station schon bekommen von mir. Hier sagen wir mal 30. Wird es nicht so geizig sein. 30 von denen. Und 30 von denen. Jawohl. Ja, eine Tonbrecher 1000. Passt schon. Alles gut. Ja, Überfall-UV will ich jetzt nicht verwenden, denn die schießen ja gerne mit Raketen. Und wenn da vielleicht ein freundliches oder verbündetes Schiff in der Nähe ist und das dann getroffen wird, dann nicht so gut. Das heißt, bekommt der Handelsmensch noch ein bisschen Geld. Passt schon. Obwohl, ist ja vom Lagerhaus. Ja, egal, passt schon. So, gibt es sonst irgendwas zu kaufen und zu bauen? Genau, hier der Targon-Sucher. Dann ist diese Station auch fertig. Das sind eigentlich alle schon so gut wie fertig, diese Stationen. Sehr schön. Sehr schön. So. Bisschen Geld. Passt schon. Und UFA-Auftragsfertigung. Wie weit sind wir denn da? Ressourcenstand. Achso, da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Und Waffentech-Zulieferer. Da fehlen auch noch bioptische Fasern. Und Fusionsreaktoren. Ja. Hast du genügend Geld? Jetzt schon. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Das machen die Schiffe. Die gammeln hier so rum. Okay, alles gut. Sehr schön. Gefällt mir. Ja. Was mir nicht so gefällt, so zwischendurch mal rein. Bei X4, wenn man ein Schiff erobern will, also quasi ein Pilot hat das Schiff aufgegeben. Ja, das Schiff fliegt jetzt hier so im Raum herum und ich will es quasi für mich beanspruchen. Dann, wie man in der letzten... Nee, wie man... Sekunde, muss ich überlegen, bevor ich irgendwas verrate. Nee, das seht ihr... Das seht ihr dann am Montag, genau, also übermorgen. Ja, ein bisschen spoilern. Wenn ich ein Schiff erobern will in, oder haben will in X4 und der Pilot gibt sein Schiff auf, dann kann ich nicht einfach meinen Piloten, den ich an Bord habe, sagen, bitte übernimm dieses Schiff und ja, dann gehört das Schiff mir und alles ist gut. Und was hier? Keine Kiste? Doch, hier ist eine Kiste. Komm. Gibt's da nicht? Na gut, nehmen wir einen anderen Weg. Dann kann ich sagen, Pilot bitte übernimm das Schiff, sondern, also habe ich feststellen müssen, oder festgestellt, dass es ein bisschen anders da läuft. So, wo ist die Kiste? Da ist die Kiste, genau. Könnte hochspringen, geht nicht, egal. Ich komme auch nicht mehr raus, oder? Nee, hier komme ich nicht mehr raus. Egal, bleiben wir hier stehen, schauen wir hier die schöne Aravan an. Ja, da muss ich quasi dann meinem Piloten sagen, übernimm mein Schiff, wo ich ja bereits drauf bin, und ich gehe mit dem Raumanzug in das andere Schiff rüber und übernehme das und fliege dann quasi von A nach B. Dann muss ich mit beiden Schiffen, also ich muss meinem Schiff, also dem Schiff, wo der Pilot drin sitzt, also Schiff A, sage ich mal, muss ich sagen, bitte flieg zu dieser Station, docke da an. Dann fliege ich auch dahin, docke da an, und dann tauschen wir die Schiffe. Also, bisschen blöd, oder?
Also bei Enter-Kapseln funktioniert es ja genauso. Also ich sage bitte Schiff Enter, dann fliegen 50 Enter-Kapseln zu der Aravan oder Tirul oder Rahanas oder was auch immer erobern will. Und dann, ja, aber da funktioniert es dann auf irgendeine Weise dann nicht. Also, ja, komisch. Egal. So, jetzt sind wir immer noch hier. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel über X4 reden. Da muss ich mir erst ein bisschen reinarbeiten. Ist auch noch ein bisschen verbuggt das Ganze und kann ja nur in 30 FPS aufnehmen, aber okay, passt schon. Ja, was machen wir denn sonst noch hier in Knochenhof? In der letzten Folge war ich ja hier hinten, ne? Bei den Kaak, die gibt es in X4 auch, aber da will ich jetzt gar nicht so viel herumreden. Was ist das? Atlas-Piraten. Das ist eine größere Station. Warte eine Sekunde, ich docke doch wieder bei der Aravan an. So, einmal andocken. Genau, dann zeige ich Captain. Captain, na, Befehl, fliege nach zu Position. Fliegen. Sektor. Halt, wo ist denn das jetzt gewesen da unten, ne? Ankergrund. Zone 9. Ah, okay. Fliegst du mich? Daher. Verstanden. So, bei mir im Haus wird gerade fleißig gebohrt, hört man wahrscheinlich im Hintergrund. Eieiei, Wahnsinn. Ja gut, ich würde mal sagen, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Nachbarn aufgehört haben zu bohren, beziehungsweise die Aravan angekommen ist, wo sie hin soll. Also, bis gleich. So, wie man sieht, ist die Aravan nun endlich nach gefühlten, weiß nicht, 23 Lichtjahren hier angekommen. Sehr schön. Und ja, endlich sind wir hier bei dieser Station. Der Flug hat etwas länger gedauert. So, erstmal alles zerstören, was hier in der Nähe mir gefährlich werden könnte. Die Aravan bleibt hier erstmal stehen. Gut gepackt. Auf den Seitenstreifen. So, erstmal das ganze Kleinvieh alles wegmachen. Ja, da ist einiges unterwegs. Eieiei. Aber unterwegs habe ich nochmal ein paar Container aufgemacht. Beziehungsweise die Aravan hat nochmal ein paar Xenon-Schiffe zerstört. Und ich habe was sehr Interessantes bekommen. Und ja, während die da rumballert, kann ich es euch schnell zeigen. Und zwar einen beschädigten Singularitätsantrieb. Ja, ich weiß zwar nicht, warum ich den jetzt nicht herstellen kann. Verstehe nicht, ich brauche überall nur eins. Und ich habe mindestens eins. Wahrscheinlich, weil ich schon habe, deswegen. Hier, das kann ich herstellen. Hier, den kann ich nicht herstellen. Das kann ich herstellen. Doppelt und dreifach. Ja, das war's schon wieder. Und Sprungantriebskühlmittel habe ich bekommen. Wo ist das denn da? Es brauche nur noch 7. Ja, ich gehe mal von der Aravan runter. Und sammle mal ein, was die jetzt alles so für mich da hinterlassen hat. Was hier alles gibt. So, hier ist ein bisschen was. Huh? Hallo? Und kann sie einsammeln? Ah, jetzt. Was? Es gibt's nicht. Warum kann manche sagen. Huh, Entschuldigung. Manche Sachen nicht einsammeln. Achso, das geht nicht, weil V-Brecher-Raketen. Achso, ich habe zu viele Raketen, deswegen. Haha. 3 Sterne. Egal. V-Brecher, ja, habe ich eh genügend. So, jetzt habe ich keine V-Brecher mehr. Sehr schön, jetzt kann ich hier wieder ein bisschen Zeug einsammeln. So, Lager-Rakete. Geht das jetzt oder geht das jetzt nicht? Jawohl, jetzt geht's komischerweise. 6 Stück. Uah, da ist noch irgendwo was gewesen. Da, jawohl, jawohl, jawohl. So, ja, geht nicht, schade. Ach komm, ich crash überall dagegen. So,
sind noch mal ein paar Schiffe, da müsste auch noch mal was sein. Hm. Raumanzüge. Kartografieeinheit, Hackerchips. Ah, super. Nicht. Hm. Schade, schade. Hätte sein können, dass da ein bisschen mehr rausspringt. Ja, jetzt bin ich nun hier bei dieser Atlas-Piraten-Station. Schöne Station, echt, gefällt mir. Würde ich am liebsten mitnehmen. Geht aber nicht. Schießen die auf mich? Nö. Also noch nicht. Die haben anscheinend nicht gemerkt, dass ich da bin. Lass mir die Station scannen. Die schießen auf mich, treffen mich aber nicht. Haha. So, gibt's hier irgendwas zum Freischalten? Nee, gibt's gerade nicht. Da drüben. Sehr schön. Halt, Uhr. Da ist noch was. Genau. Hey, auf wen schießt's hier? Auf mich oder auf euch selbst? Mysteriös. 62%. Koloniestation heißt das Teil. Okay. Also ich denke, die Station hat nicht mal den Atlas-Piraten selbst gehört, sondern die haben die einfach nur übernommen. Gibt es unten irgendwas zum Freischalten? Ich kann reinfliegen. Nee. Wow. Geht natürlich nicht. Ja, super Station. Verteidigt sich nicht einmal. Oder kann sie nicht mal verteidigen, denn ich bin ein bisschen schneller, dass die reagieren können. Sehr gut. So, jetzt dreht sich wieder alles. Hui. Können die andocken, ne? Ne, geht nicht, schade. Hui. Na, ich will jetzt auch nicht weiter ärgern. 62%, wo sind die anderen 38? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja gut, ich fliege mal wieder zur Arawan zurück. Oh, jetzt kommt irgendwas explodiert. Es könnte natürlich sein, dass es irgendwie so ein kleiner Frachtcontainer war, wo die Haltbarkeitszeit abgelaufen ist. Hier ist noch irgendwas. Oh, irgendwas explodiert, wollte ich sagen. Da ist noch was. Kannst du noch einsammeln, bevor es explodiert? Oh, gerade noch. Sehr schön. Gefällt mir. So, fliegen wir uns eure Wand zurück. Jetzt würde ich gerne schauen, ob das geht. Schauen wir kurz hier rein. Nee, halt, falsch. Oder doch? Nee, schwarzes Brett. Nee, hier gibt's nichts. Schade, schade, schade. Passt schon. Wie kommen sie? Gesellschaft, wo kommen die hier? 11 Kilometer, wo sind die eigentlich? Ja, irgendwo im Nirgendwo, die kommen wahrscheinlich von da drüben. Die Arawan ist jetzt nicht hier direkt so entlang geflogen, sondern so außenrum. Ja, okay. Kann machen. Beziehungsweise die wollte erst gar nicht fliegen. Dann habe ich sie erst dahin geschickt. Und dann von da nach da und dann von da nach da. Ja, es hat jetzt wahrscheinlich noch 3 Tage und 10 Stunden gedauert. Genau. So, jetzt haben wir ein bisschen Gesellschaft bekommen. Die mal schon abwehren. Ja, die schießen auch gleich mit Raketen, gleich so aggressiv. Aber egal, die lassen mir Geschenke da. Oder kommen. Hey, da kommen noch mehr. Eieiei. Jawohl, ausgestiegen. Mensch, das gibt's ja nichts. Nur Schrott. Nur Schrott. War noch 7 Sprungantriebskühlmittelteile, Sachen, Dinge. Ah, es kann wieder nicht einsammeln, sind wahrscheinlich Raketen, da unten ist was. Raumanzüge, kann ich auch nicht einsammeln. Blöd. Das habe ich schon, oder? V-Brecher, ja. Ich habe einfach zu viele Raketen. Egal. So, hier ist ein bisschen was, oder? Nee, doch, da ist was.
Omikron-Visa. Oh. Jawohl, das war's. Schnittstelleneinheit brauche ich nicht. Komm. Ah, sind wieder Raketen, deswegen. So, wo ist der nächste Kandidat? Ah, das ist hinter den Asteroiden, oder? Ja. Hey, Schiff könnte übernehmen. Wenn es Ärger aber nicht zerstören würde. Nee. Handfeuerwaffen, okay. Da ist noch was. Nee, geht nichts in Raketen. Haben schon zu viele Raketen. Hochwertige Waffenmodifikation, jawoll. So, das war schon wieder. Sehr schön. Da ist irgendwas. Hackerchips, oh. Kann gut verkaufen. Und minderwertige Waffenmodifikation. Ja, okay. Jetzt reicht es aber langsam mit den ganzen Waffenmodifikationen. Bringen im Endeffekt dann eher nur wenig. Auch wenn es eine gute sein sollte. Ja. Ach ja, jetzt haben wir hier diesen Sektor Coroni schon wieder ein bisschen erkundet. Ich habe ja einen netten Haufen Credits, den wir für Sie. Ja, erst waren wir hier, dann sind wir dahin geflogen, haben diese Station ein bisschen demoliert und erkundet, erforscht, ausgebeutet, wie auch immer. Und jetzt sind wir hier und ja, das war es eigentlich schon wieder. genau, offscreen haben wir ein bisschen was gemacht. Genau, Zahlung erhalten. Also das Lagerhaus, wie man sieht, ist soweit fertig, hat ihre Lasten- und Verteidigungs-UVs bekommen, beziehungsweise habt ihr vorher gesehen. Dann hier Metallgießerei, die glaube ich auch, oder? Hallo, Sir. Kann ich Ihnen behilflich genau, sein? Die hat es auch bekommen, die ist auch schon fertig. Kann ich Ihnen sonst noch etwas alles zeigen? Fertig, meine, alles fertig, sehr schön. Handelsmanager braucht ja Geld. Passt schon, Rest Trinkgeld, passt schon. UFA-Auftragsfertigung. Fehlt nichts mehr. Was fehlt denn da noch? 13%. Okay, also das ist das letzte Modul, der letzte Targon-Sucher. 14%. Okay, vielleicht in dieser Folge noch. Oh, ich glaube eher in der nächsten Folge. Und was haben wir noch? Die Waffentech-Zulieferer. Da fehlt auch nur noch ein bisschen was. 198 Fusionsreaktoren. Reaktoren. Und ja, hier unten fehlen noch ein paar Module. War auch schon 50%. Ja, okay, das ist klar. Sehr schön, gefällt mir. Bei anderen Stationen läuft es eigentlich einigermaßen. Ja, für die nächste Folge würde ich gerne ein bisschen was vorbereiten. Und zwar, da gehe ich mal da rein, Sektor, Galaxie, Heimat des Lichts, Schiffswerft ist da, genau, Schiffswerft ist da, genau, Großschiffswerft rufen, Großschiffhändler XL, nein, es wird hier gebaut. Hm. Warum bauen die jetzt genau, jetzt genau, Mensch. Hier gibt es ja noch eine Schiffswerft, aber die ist wahrscheinlich halt schon zu weit zurück. Schiffswerft Westtor, genau, da gibt es auch noch eine Schiffswerft. Wo ist die? Gott, da, Schiffswerft. Schon wieder übersehen. Oh, ist was explodiert. Jawohl, geht. Und ja, wie ihr mitbekommen habt, habe ich diese Araban ja in einer sehr langen Arbeit, würde ich sagen, sehr langen Prozess erobert. Und deswegen darf ich mir auch eine Araban bauen lassen. Und das mache ich auch. Wählen Sie nun die gewünschte Aufrüstung. Und diese Araban, die brauche ich unbedingt. Denn ich habe was, ja, etwas vor, was glaube ich, ja, nicht jeder machen würde. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr, würde ich sagen. Genau, alles machen wir schön. Alles gut. Weiter. Bau-UFVs. Wie viele wären das? Sagen wir 20.
Ja, Hash Overfalls, ja von mir aus. Wie viele wären das? 15. Und Hussar Overfalls. Nein, 15. Wieder angegriffen, weiter. Ja, super, es fehlen die Teile. Okay, passt. Ja, mach dich an die Arbeit. So, wer hat auf mich geschossen? Wer war das? Wieder keine Container da, schade. Ja, diese Aare-Wand braucht dann logischerweise auch noch Lasten-UFVs. Halt, weg. Lasten-UFVs, warte mal, die Arktik hatte nicht diese Potkluft-Generatoren dabei? Nee, hat sie nicht. Schade. Die noch fehlen oder fehlen würden, ne? Hat die Kobalt irgendwas dabei? Nee, auch nicht. Und die Graphit? Auch nicht. Ah, schade. Aber die Arktik, was hat die noch dabei? Lasten-UFVs 100. Ja, okay, das passt soweit. Dann würde ich sagen, Arktik. Na, wie viel fliegen noch? Zu Position Flieger. Du fliegst bitte direkt dahin. Westtor. Schiffswerft. Ist das der Schiffswerft? Ja, das muss der Schiffswerft sein. Bestätigen. Genau, fliegst dahin. Dann die Kobalt. Kurz mal reinschauen. Handelsangebote. Einkaufen. Ich brauche diese Potkliffnovka. Halt Kobalt. Arktik. Wo ist die Kobalt? Kobalt. Eigentlich wäre es egal, aber egal. Potkliffnov-Generatoren. Potkliffnov-Generatoren. Die produziert sogar selbst irgendwo. Albion. Ah, okay. 6263 Stück. Achso, TU. Nee, da mache ich nicht hin. Da schicke ich ungern Schiffe hin. Wo ist das? Auch in Albion. Was ist, wo sind die? In der Freeze? 625 Stück? Wie viel? Fertig. Boah, ich wittere gutes Geschäft. Sie bloß nicht unsere Zeit. Genau, dann verkaufen. Jetzt muss ich bloß aufpassen, wo ich hinklicke. Heimers Lichts. Westtor brauche ich. Westtor, Distrikt 5, Großschiffswerft. Genau. Die bekommt mal die Hälfte, würde ich sagen. So. Genau. Und. Aquilas Traum. Bin ich da richtig? Nee, TU. Großschiffswerft. Nee, Albion. Silanus Triumph. Urverteile zu liefern. Nee. Wo ist die andere Schiffswerft? Da gibt es ja noch eine große Schiffswerft. Also irgendwas übersehen. Silanus Triumph. Ha. Genau, richtig. Und ihr bekommt die restlichen 310. Oder soll ich versuchen zu raten? Sehr schön. Ha. Wir sind auf dem Weg. Vergeuden Sie bloß nicht unsere Zeit, wolltest du sagen. Ja, jetzt wird das Schiff, die Kobalt. Wo sind die jetzt? Ah, die fliegt zum Sprungtor. Dann vom Sprungtor nach Froststern. Ist ja relativ sicher, Froststern. Das ist auch nicht so kompliziert. Halt, Froststern. Einfach von da. Von dem Sprungtor zu dem Sprungtor rüberfliegen. Easy. Und dann geht's weiter nach Albion. Genau. Und dann die Strecke wieder zurück. Ha, wie schön. Hey, cool. Ja, machen wir schon. Sekunde. Das kann bloß die oder die gewesen sein. Ich weiß gerade nicht. Ja, die ist es. Sehr schön. Alles fertig. Jetzt können wir natürlich auch noch hier. Zack, zack, zack. 30 Lastenüberfahrs passt soweit. Hier setzen wir auch die Grenze auf 30. 30. Und hier genauso. 30. Sehr schön. So gefällt mir das.
Müsste erstmal rechnen. Genau. Du kostet ein bisschen Geld. Aber eigentlich braucht der Handelsmanager das Geld. Sie haben hier das Heft in der Hand, nicht? Genau. So, auch hier der Handelsmanager braucht das Geld. Ach, sie hat das Geld schon? Nee, oder noch nicht? Kostet ein bisschen mehr Geld, passt schon. Sie Geld verteilen in alle Richtungen. Und die Handelsmanager. Sehr schön, dass wir mal das Zeug einkaufen von hier. Was fehlt hier jetzt noch? Ja, diese Fusionsreaktoren. Cool. Das heißt, wir haben noch einmal angegriffen, hoffentlich. Jawohl. Sie haben es fallen lassen. Nein. Unverschämt. Geht genau neben seinen Kollegen kaputt, aber hat keinen Anstand, dass er hier irgendwas... Doch, hier ist was. Ich sehe es doch. Was ist das? Nee. Was war das? Ah, das war eine kaputte Rettungskapsel. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen... Ich mache mir mal langsam wieder auf den Rückweg zu Westtor. Und ja, was sonst noch alles kommt, ist ja egal. Wenn irgendwie ein paar Schiffe kommen, die werde ich so zerstören offscreen. So. Na, Befehl fliege nach zu Position fliegen. Sektor, Galaxie, Heim des Lichts, Westtor. Fliegst bitte. Ja, egal. Daher. Oder daher zur anderen Station. Oder du fliegst. Ja, passt schon. Jawohl. Bestätigen. Sehr schön. Das heißt, wird noch ein bisschen rumgeballert. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da angekommen bin. Also bis gleich.
So, wie man sieht, die Kobalt, die dockt gerade hier an diese Schiffswerft an und liefert die Podcliffe-Nov-Generatoren hier ab, die noch notwendig waren für den Aravan-Bau. Ja. Beziehungsweise meine Aravan. Wo sind die? Ah, okay, die schon da. Sehr gut. Sehr gut. Fliegt die Aravan zur anderen Aravan. Ist aber blöd. Wenn beide Aravan nebeneinander stehen, dann weiß ich nicht, welche welche ist. Denn die andere Aravan habe ich mit Drohnen ausgerüstet. Ja, okay. Den Unterschied werde ich schon sehen. Ich würde sagen, fliege nach zu Fuß und fliegen. Meine Aravan fliegt jetzt mal zu mir her. Oder daher. Passt schon. Sehr schön. Ja, ich habe hier noch eine schöne Aufgabe gefunden für den Schluss. Schnelle Abholung. Schnelle Abholung. Ja, ja. Kriegen wir schon. Fliege zu District 10. 24 Kilometer in diese Richtung. Kriegen wir hin. Jawohl. So, verlassen halber in 100 noch was Kilometer. Wo sind wir denn? Hier, District 10 ist da unten. Ja, okay. Okay, ist es nicht so weit entfernt. Alles gut. Und raus. Genau. Entsperre den markierten Sicherheitscontainer. Oh Gott. So, nein, du musst jetzt alle entsperren, oder wie? Oh, ja, okay. Das einfache Schloss, wie man sieht. Ein Zentralschloss. So, nächster. Wer ist der nächste? Wer ist der nächste? Nehmen wir den da. Schaut das Schloss gerade zu mir her? Wow, Crash. Sehr schön. So, nächstes da oben. Der anscheinend. Ja. Wow, nicht crashen. So, Zentralschloss. Öffnen. Alles einsammeln. Wenn da zumindest was dabei wäre, was ich gebrauchen könnte, das wäre gut. Aber momentan. Ja. Sehr schön. Oh, fast daneben geschossen. So, hier haben wir noch einen. Ja, ein paar sind es noch. Sehr schön. Ja, immer das gleiche drin. Also fast immer das gleiche. Wo ist der nächste? Da ist er. Das ist gerade eine Lyramic-Content, ne? Eieiei. Zielen und Feuertreffer. Ja, irgendwie fast immer das gleiche. Nee, schade. der ist gemein anscheinend. Was passiert, wenn die in einer anderen Reihenfolge öffne? Egal, passt schon. Kommen wir schon. So, einmal einsammeln. Irgendwie das gleiche. Soll anscheinend sehr schwer sein, diese Mission, aber. Ja, so schwer ist jetzt auch wieder nicht. Einer noch, oder? Müsste der letzte sein. 3 Kilometer, 2 Kilometer. Geil, sehr schön. So, fliege zu Aquilas Traum. Warum? Ne, ich muss dahin fliegen. Also quasi einmal zurück in diese Richtung, genau. Und sind so, benutzen wir auch noch, geht es doppelt so schnell, dreifach so schnell, wie auch immer. Sind wir es richtig? Ne, noch nicht. Gleich sind wir da. Kontakt. Wer hat wo, wie, was, Kontakt. Ja, genau. Einmal hier andocken, habe ich doch gewusst. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ja, ja, passt schon. Sehr schön. So, einmal hier andocken. Docken. Und angedockt. Sehr schön. Zum Schwarzmarkthändler. Ui. Okay.
Achso, der ist unten, ne? Ja, wo denn sonst? Wo denn sonst? Da vorne. Schwarzmarkthändler Gutosostre. Ach Gott, den Namen kann doch keiner aussprechen. Ja, dankeschön, dankeschön. 7 Einheiten von Sprungantriebskühlmittel bei immer noch. Ach je, ach je. Hier gibt's auch nichts. Wo kann man es zu kaufen? Nirgends, oder? Oder ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich probiere mal was. Ich scroll mal runter. Geht das? Wo ist das? Sprungantriebskühlmittel. Finde einen Händler. Ausrüstungsverkäufer. Handeln mit. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ja, der kauft es. Ich will es eben. Was kann ich Ihnen anbieten? Will jemand finden, der wo das Zeug eben verkauft. Ja, zu schön, wenn es gehen würde. Seit 13, nee. Hat keiner was dabei. So, und der letzte. Nee, natürlich nicht. Ha, schade. So, jede Menge Schrott, das kann man alles verkaufen. 817 Millionen. 870.000 meine ich, Entschuldigung. Schock. Medizinische Ausrüstung. 888.000 Handfeuerwaffe. 943.000 Tladiumverkleidung. Achso, das nehmen wir gesamt. Okay. Cool. Wahrscheinlich so eine Million werde ich zusammenbekommen. Xenon-Komponenten dabei auch keine 213. Da reichen mir 15. Leitsystem, breiter 49 Stück? Nee, nicht unbedingt, oder? Muss doch nicht sein. Rechnen. 20, alles gut. Nuffbike habe ich 10. 1,5 Millionen. Sehr schön, gefällt mir. Schiffstechniker. Eieiei, Maschinenteile. Wie krass. Ja, okay, da bekommen wir wieder relativ wenig dafür. Sprungantriebskomponenten, bei so viele 125 reichen schon. Kartografieeinheiten 803. Wahnsinn, Waffenschnittstellen, Chips 90. Immer so schöne Zahlen lassen wir da. Ja, den Rest, ja, passt schon. Lebenserhaltungssysteme 1,7 Millionen. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, gut, hier ist wieder neuer Kram drin. Ja, okay, passt schon. Ja gut, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde für die nächste Folge noch ein bisschen was vorbereiten und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version. Also macht es gut, bis dann. Ciao.